Jo, meine Freunde, was war das gestern für ein Training und was alles gestern lief, das erfährt ihr heute in unserem F1 2021 Megaseason. Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid und falls ihr natürlich neu seid auf dem Channel, würde es mich extrem gern freuen. Enzo Edino Ferrari, der Sohn vom legendären Enzo Ferrari, abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Daumen oben da, schaut auch gerne auf Insta und auf TikTok vorbei. Aber wir gehen heute mal rein ins Qualifying, beziehungsweise ins Training und Qualifying unserer Megaseason. Ihr wisst, das ganze Spiel F1 2021 wurde ja gestern, oder besser gesagt vorgestern, gelauncht. Wie immer sind doch alle Links unten in der Bio und wir haben auch gestern ein Video dazu gebracht, in dem ich so ein bisschen schon auf die ersten Punkte eingehe. Der Hype ist schon real und ich freue mich extrem, dass es auch endlich bald losgehen wird. Hier diese Woche in Imola und diese Woche auch immer noch im Project Cars 2. Leider. Aber ich werde mein Bestes tun. Ihr wisst ja, Portimao nächstes Mal wird noch schwierig. Aber dann, glaube ich, können wir so gut wie alle Strecken bis zur Formel 1 dann in F1 2020 fahren. Bis dann Formel 1 2021 rauskommt. Seid ihr genauso hyped? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, los geht's. Das Spiel ist ein bisschen tricky, muss man sagen. Ich fahre zwar bis auf Bremsen selbst und sonst eigentlich nichts. Selbst fahre ich eigentlich alles auf Standardeinstellungen. Aber das Ding ist halt, dieses Auto ist so zickig. Ich musste immer Traktion auf 55 raufstellen. Ihr seht, vorheriger Stabilisator auf 22.000. Hinten immer 50.000. Und wir gehen gleich mal direkt ins erste Bild hier. Wir gehen natürlich wieder mal bildmäßig alles durch. Ihr wisst ja, Videos werden da sofort gesperrt. Morgen, wenn alles nach Plan läuft, kommt auch die Hotlap wieder. Hier direkt neben der Strecke sind auch Wohnhäuser der Emilia Romana hier in Imola, in San Marino. Also so ein abgegrenzter Part von Italien. Eine mega coole Strecke, muss man sagen. Leider geschichtsträchtig und vor allem leider sehr traurig. Und hier, ja, am Anfang wieder mal unser Freund Mazepin, der hat wieder mal eröffnet mit einem fetten Dreher, was soll ich sagen. Die Haas sind anscheinend so unfahrbar, so unsteuerbar, da kann man echt nichts sagen. Außer die Jungs teilweise so zu bemitleiden, dass sie da mit dem Auto fahren müssen eigentlich, wenn sie sehen, wie gut die anderen so zurechtkommen. Hier dann Nori, diese eine kleine Schikane, die dürfte tricky sein. Man sieht es auch hier, Verstappen auf Abwägen, Verstappen, der Wärtserhelm. Aber viele Verbremser, Ausritte, auch Hamilton ist rausgefahren mal, Bottas hat ein paar Verbremser, also keiner blieb unverschont. Dann kam, ja, so ein Bild von der Regie und ja, dann hat es geheißen, so irgendwie haben sie sich kollidiert, muss man sagen. Perez und Ocon, der Teamkollege von Fernando Alonso im Alpine, dürften sich irgendwie berührt haben. Zum Schluss ist dann jetzt so rausgekommen, es gibt keine Strafe dafür, aber es hat nie so eine richtig gute Videoaufnahme gegeben. Man hat sich zwar dann gewundert, dass der da vorne abgestellt hat. Ich habe auch zuerst gedacht, das hängt vielleicht gar nicht zusammen, aber wie man dann gesehen hat, dass der vordere rechte Reifen, also die vordere Achse gebrochen ist von Albon, vom Ocon, hat man schon, hier sieht man es auch vorne rechts, da hat man dann schon gewusst, dass da, ja, wahrscheinlich beide ein bisschen involviert waren. Hier haben wir dann auch noch rote Flagge, gab es dann direkt gleich, ja, Safety First, und die Strecke hat es auch in sich, die ist so dünn. Und ja, auch hier an dem Flieg, da fliegen der Finne teilweise fliegend. Dieser Curb hebt einen extrem aus, überhaupt wenn man den Vollgas, ja, vielleicht auch ein bisschen zu schräg anschneidet, dann hüpfst du hier richtig drüber. Sorry für meinen kurzen Tourette-Anfall. Hier sind wir mittlerweile im Training noch immer noch reingekommen. Ich dachte mir, ja, das Auto ist wirklich mega tricky und wir sind natürlich lang nicht bei den Zeiten, wie die Formel 1 fährt. Und dann ging es auch schon ins zweite freie Training. Die Hoffnungen waren groß, aber wurden ein bisschen gedämpft, weil man hat ja auch gesehen, wie stark wieder Red Bull dran war. Man hat dann auch erfahren, Red Bull hat letztens nicht mal mit der vollen Energie fahren können. Die haben da teilweise den Motor gedrosselt und trotzdem waren die 0,4, oder besser gesagt Verstappen 0,4 schneller als Hamilton. Also das wird echt interessant, wie es heute im Qualifying losgeht. Dann Alonso hat eröffnet im Alpine und ja, dann kam die nächste Ernüchterung, Verstappen hat abstellen müssen. Die Antriebswelle war anscheinend irgendwie defekt und ja, das ist natürlich leidlich, wenn die Zuverlässigkeit nachlässt, und das ist halt bei Red Bull immer ein großes Thema gewesen. Ja, und das ist auch eine coole Stelle hier. Wir werden auch im Rennen oder auch im Qualifying viele Ausritte hier sehen. Neben dem Curb, den sie sehr großzügig benutzen, die meisten Fahrer, gibt es ja, und dann kam direkt so der Unterboden, der neue, weil er sich da anscheinend den Unterboden ein bisschen verletzt hat. Und das ist natürlich echt blöd, weil man hat nur Unterboden begrenzt, und wenn man den schon im Training zerstört, ist es blöd, weil im Qualifying muss man noch mehr geben. Dann kam ein Dreher und ja, ein Quersteher, ein leichter Wegdreher und leider für Charles Leclerc an der falschen Stelle. Sehr, sehr
das ist wieder die vorletzte Kurve. Jetzt links ist die letzte. Das ist so die Anfahrt zur letzten Kurve. Und ja, was soll ich sagen? Da war dann die Mauer. Es ist zwar nur reingerutscht, ist gar nichts passiert, aber ja, was soll man sagen? Das ist leider wertvolle Zeit vorbei. Oh, die haben dann ein Bier oder so, oder? Ist das nicht ein Bier auf dem Halo drauf? Und ja, so sieht es dann von außen aus. Man kann ja nur schade sagen, weil die Ferrari sind dieses Wochenende echt stark unterwegs, das muss man sagen. Überhaupt Sainz, der hat da teilweise Leclerc gezeigt, wo man richtig Zeit rausholen kann. Aber dann, ja, einmal kam Leclerc raus und hat dann fast Sainz irgendwie besiegen können. Aber ja, Sainz hat dann nochmal nachgeschlagen. Und ja, man sieht einen großen Unterschied. Die große Überraschung für mich ist Pierre Gasly auf dem dritten Platz. Ich meine, der fährt da fast die gleichen Zeiten wie die Spitze. Und ja, Bottas und Hamilton unterscheidet nur einen Wimpernschlag. Perez auch auf 6 in Schlagdistanz. Yuki Tsunoda auch weit vorne. Ich muss echt sagen, die AlphaTauri haben richtig aufgeholt. Aber extrem aufgeholt. Und da bin ich mega stolz und mega hyped aufs heutige Qualifying. Auf das wir jetzt gehen. Emiliano Romagna, Imola. Willkommen hier zum Qualifying nochmal. Und ja, wir sehen schon mal ein paar. Die Tamburella-Kurve natürlich sehr, sehr traurig. Ich habe auch vorhin schon angesprochen, Enzo, Enzo? Das ist halt, der Dino ist der Sohn von Enzo Ferrari gewesen, hat aber ein Knochenleiden, ist dann früh gestorben. Enzo ja auch mittlerweile schon verstorben. Und ja, wenn der sehen würde, wie schlecht seine Ferrari unterwegs sind, würde der sich wahrscheinlich im Grabe nochmal umdrehen. Aber ich muss sagen, die haben dieses Jahr natürlich mit der Strafe letztes Jahr zu kämpfen gehabt. Aber jetzt haben die echt wieder richtig was rausgehauen. Und DK, ich weiß, es ist nicht ganz Formel 1, aber ich fahre halt schon ein bisschen unter der Metapher, dass wir hier Formel 1 fahren. Sola, letzte Kurve bei uns auch ein bisschen tricky. Und jetzt sehen wir auch mal endlich hier aus meinem Auto eine halbwegs Runde, also eine halbe Runde würde ich mal sagen, weil den letzten Run zeige ich euch komplett. Lass uns die Pole Position holen. Ich war auf 90 Schwierigkeit, man könnte glaube ich auf 120 anstellen, wie in der Formel 1, aber das Auto ist halt teilweise, wenn man zu wenig Traktionskontrolle hat, ist es rutschig, zu viel blochig. Und da mal das Minimum zu finden. Ich glaube, ich habe einen halben Tag nur gebraucht, um mal das Auto fahrbar zu machen. Immer den Konstrukteur das und das gesagt, dann den Reifendruck. Da musst du nach jeder Session, das kannst du nicht speichern, du musst nach jeder Session die Traktionskontrolle wieder aufdrehen, den hinteren Stabilisator, den vorderen Stabilisator. Es ist mühsam. Aber alles, diese ganzen Leid habe ich mir für euch aufgenommen. Und ja, hier dann richtig rein. Die richtige Streckenerklärung kommt natürlich auch morgen in der Hotline. Aber wir werden jetzt schon mal ein bisschen darauf eingehen, was so tricky Punkte sind. Wir fahren deswegen auch 10 Sekunden von der Rundenzeit circa langsamer als die richtige Formel 1. Teilweise auch 15 Sekunden. Aber das will ich nicht sagen, weil die auch teilweise, die haben ja vorne, wir haben ganz vorne, also neben der Boxenausfahrt ist bei mir im Game hier die Start- und Zielgeraden. Und im Game ist sie aber ganz hinten. Das heißt, nach der letzten Kurve, nach diesem kleinen Knick, ist auch schon die schnellste Rennrunde. Aber wir kommen hier gut durch. Bisschen drüber gerutscht. Ich dachte mir zuerst, das könnte eine Aberkennung geben, aber ist Gott sei Dank nicht so. In der letzten Kurve sind sie ganz penibel, muss man sagen. Wenn du da drüber rutscht, direkt Runde aberkannt. Und da müssen wir echt aufpassen, auch im Rennen. Weil da gibt es echt Strafen. Und das Rennen, was wahrscheinlich am Montag kommen wird, wird ziemlich tricky. Das letzte ist nicht gekommen, das tut mir auch mega leid. Aber ich hatte sehr gute Gründe und das wisst ihr, denke ich mal, auch. Sola, aber hier sind wir nun. Sodala, letzter Versuch, 4 Minuten vor Schluss. Wir haben 2,2 Sekunden, obwohl wir hier auf 90 fahren. Ich denke mir so, what? Ich kann das Auto nicht mal richtig und die tun uns hier richtig was an. Hinterer Stabilisator, wir kennen es auf 50.000, 25.000 circa der vordere. Auto Anti-Block-System traue ich auch immer ein, zwei rauf, aber die Traktionskontrolle ist das Problem, weil die musst du richtig, da musst du jeden einzelnen Pin draufdrücken. Und deswegen fahre ich auch hier ein bisschen langsam. Ich bin auch froh, dass mir da keiner draufgefahren ist. War auch noch nicht viel Verkehr, die sind noch alle teilweise schon noch in der Box. Also, no hate oder so. Ich bin auch extrem auf die Seite gefahren. Und ja, ich finde es auch cool. Teilweise haben die nämlich auch ein paar andere Designs. Leider nicht wie die Formel 1. Aber ja, wir werden auch hier mit dem schlankeren Overlay fahren. Nein, werden wir nicht. Und deswegen wird es ziemlich spannend werden. Also wie gesagt, abonniert den Channel gerne. Wir werden morgen auf jeden Fall die Hotlap bringen. Ich habe zwar auch geplant noch
entweder ein Reaction-Video oder ein neues Story-Mode. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob sich das alles bis morgen ausgeht. Deswegen kann ich euch mal fixieren, dass die Hotlap morgen kommt. Wir sind in einer sehr langsamen Aufwärmrunde. Wir fahren hier normalerweise. Ja, 1,25 sind wir gefahren und ich bin jetzt schon auf 1,40. Das heißt, wir haben locker 2 Minuten gebracht. Aber man darf ja auch 40 Sekunden länger als die schnellste Rennrunde brauchen. Das heißt, wir können uns die Zeit rausnehmen. So, letzte Kurve hier raustragen lassen. Vollgas. Und ich erkläre mit euch die Strecke. So, Vollgas anfangen. Hier wäre schon, vor dem Knick wäre schon die Start- und Ziellinie gewesen. Obwohl hier beim Start die Linie ist, ist aber im Qualifying da hinten gemessen. So, los geht's. Wir fahren hier. Zack. Rund lupfen leicht hier, weil der Motor von dem Auto wird sehr, sehr unruhig. Ich bin schon mega hyped, auch wenn es in der Formel 1 endlich hier losgeht in der F1 2021. So, zack. Leicht verbremst. Doch nicht. Soller. Gut rausbeschleunigen. Hier ganz, ganz spät kann man hier reinbremsen. Extrem spät, wir sehen es auch. Ja, aber dann wird das Auto, wenn man zu weit rauskommt, wird das Auto ziemlich unruhig. Wir haben 0,4, waren wir hier sogar schneller. Eine halbe Sekunde. Und das heißt schon was in Imola. So, hier kann man auch spät bremsen, aber sehr uneinsichtig, weil die Kurve am Berg runterhängt. Das ist immer sehr tricky. Man kann hier Vollgas reinfahren, aber das Problem ist hier dann, da musst du früh genug bremsen, weil links sind so Hardcore-Track-Limits. Die gibt es wahrscheinlich nicht mal in F1 2021, aber in dem Game sind Track-Limits echt Hardcore. Dann nochmal die letzte heikle Stelle. Zack, zack, rechts sind zwar weite Außenlinie, aber wenn du nur mit einem Reifen drüber bist, ich habe es vorhin gesehen, gibt es eine Verwarnung und wenn du zu weit drüber warst, sowieso. Fast eine Sekunde schneller im zweiten Sektor. Das schreit nach extremer Bestzeit. Solala, gut durchgekommen, leicht weggerutscht, trotzdem gut durchgekommen und letzte Kurve gut mitgenommen. Auch einen leichten Curb mit und zack. So, letzte Kurve. Hier wäre dann die Start- und Ziel, also die schwarz-weiß gerichtete Flagge und zack. Und wo bleibt die Uhr stehen? Pole Position, Leute, 1,2 Sekunden. Wir waren einfach 3,4 Sekunden schneller. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Ich war so verwundert von der Runde. 1,4 Sekunden, ja, jetzt geht, glaube ich, nichts mehr. Nein, wir waren 1,4 Sekunden schneller als die, oh mein Gott, als der zweite. Obwohl, ich schwöre, wir fahren auf 90 Schwierigkeit hier. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es gibt noch keine Strafen dafür. Und seid euch gerne morgen bei der Hotlap dabei. Es war jetzt nicht so eine Runde. Dennoch, abonniert den Channel gerne. Wir werden morgen von der Pole Position starten. Das wird aber nicht alles sein. Also, das wird sich nochmal rausstellen, ob sich das wirklich ausgezahlt hat. Wir werden morgen ein Rennen erleben oder besser gesagt am Montag erleben, was ich so noch nicht oft gesehen habe. Was echt sehr tricky und heikel wird. Also, abonniert den Channel gerne, Leute. Lasst gerne hier rum da. Und ja, schaut morgen gerne bei der Hotlap vorbei. Wir sehen uns hoffentlich auch auf Insta oder TikTok, wo jeden Tag 2 Videos online kommen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich hoffe auf euer Verständnis. Ihr wisst, mein Computer ist noch nicht ganz durch. Alle Links sind noch unten in der Bio. Schaut wirklich gerne auf TikTok vorbei. Und ciao.